schon stark auf sich aufmerksam gemacht. Aber in gewissem Sinn ist es schon okay. Gott sei Dank wird nicht alles einfach hingenommen, ohne zu protestieren. Also ich meine, nein, ich bin sehr dafür. Ich werde mich sogar ein Stückchen anschließen. Ja, ich finde es schon okay, auf jeden Fall. Wenn ich Studentin wäre, würde ich vielleicht auch mitmachen. Ja, ich bin dafür, dass die Studiengebühren wieder eingeführt werden. Ich finde sie super. Es gehört einfach mal was gemacht. Der Wahnsinn, das Bild, was sie da gibt für mich. Hunderte, Tausende von Jugendlichen kämpfen quer über Österreich für ein faires, ordentliches Bildungssystem. Wir kämpfen für eine allgemeine gesellschaftspolitische Neuorientierung, insbesondere auch in Bezug auf die Bildung. In Österreich brennen die Unis und in Deutschland brennen die Unis mit. Seit Dienstag ist die Uni Heidelberg der Audimax besetzt. Am Tag darauf haben die Kommilitoninnen und Kommilitonen in Münster ihren Audimax besetzt. Und heute haben die Kolleginnen und Kollegen in Darmstadt und in Paderborn ebenfalls ihren Audimax besetzt. In der Bildungspolitik wird immer wieder versucht, uns gegeneinander auszuspielen. Es wird gesagt, wir nehmen uns gegenseitig die Studienplätze weg. Es wird gesagt, es ist nicht genug Geld da, damit alle studieren können. Ich sage euch, wir dürfen uns nicht spalten lassen. Wir brauchen in Österreich, in Deutschland und in ganz Europa und bis zur ganzen Welt eine Bewegung, die die herrschende Bildungspolitik in Frage stellt. Hallo, ich stehe hier für alle Medizinstudenten und Zahnmediziner. Das, wofür die Hauptuni kämpft, ist bei uns schon Realität. Wir haben Aufnahmetests, den RMS-Test, der Leute, die gerne das Medizinstudium anfangen wollen, beschränken, dass sie es nicht machen können. Und wenn die scheiß Kronenzeitung, eine Zeitung, die sonst keine Gelegenheit auslässt, loszugehen auf Lehrerinnen, auf Studentinnen, auf Arbeitslose und Arbeiterinnen, die sich für bessere Verhältnisse einsetzen. Wenn diese Kackzeitung schreibt, dass sich deutsche Profidemonstrantinnen unter die Proteste gemischt haben, dann ist es nur eine weitere Lüge. Der Bundeskanzler, Wissenschaftsminister, Sie sollen endlich sehen, es gibt Schwierigkeiten hier im Bildungssystem. Die Situation ist nicht gut, wir möchten was ändern. Unsere Gruppe hat sich gebildet, weil die Wirtschaftsuniversität mit 320 Studierenden auf nur eine Lehrperson das schlechteste Betreuungsverhältnis von ganz Österreich hat. Genug mit Massenlehrveranstaltungen. Die Gruppe hat sich außerdem formiert, weil kritische Lehre auf der WU anscheinend ein Fremdwort ist. Wir haben genug von Mainstream-Ökonomie. Wir wollen endlich kritisch über Bildung diskutieren. Wir wollen kritisch über Ökonomie diskutieren.